Hallo, da draußen ist der einsame Wanderer. Ich habe hier einen interessanten Artikel, finde ich. Und zwar habe ich ja libertäre Auswüchse. Ihr wisst es ja, der Staat ist nicht dein Freund, sage ich immer. Und wie wir in der Corona-Krise gesehen haben, kann er sogar dein Feind sein. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was hier Interessantes läuft und warum teilweise die Linken wirklich am Rad drehen. Es ist nämlich so, wir haben hier Milei. Der Staat ist keine Lösung, sondern das Problem. Das würde ich unterschreiben. Der hat nämlich die Hayek-Medaille bekommen, steht auch auf der Jungen Freiheit. Hier ein kleiner anderer Artikel über das, was er vertritt und was er gemacht hat. Jetzt muss ich dazu sagen, natürlich. Ich bin kein Kenner jetzt Südamerikas und des genauen Lebenslauf des Mannes. Ich fand ihn ein bisschen schräg, als ich ihn mit der Kettensäge gesehen habe, aber möglicherweise fehlt da eben auch der Kontext. Nichtsdestotrotz habe ich hier einen interessanten Artikel, was es bringen kann, wenn jemand mal von der Sozialismusbremse runtertritt. Und das zeige ich euch mal hier. Argentiniens Präsident, tja, wie spricht sich das? Javier Milei wird mit der Hayek-Medaille für seine freiheitliche Regierungspolitik geehrt. Er ist übrigens, also er bezeichnet sich selber als Libertären, ja. Ist auch, glaube ich, so ziemlich der einzige libertäre Präsident, der mir jetzt so akut einfällt. Während vor dem Konferenzzentrum Linke demonstrieren, hält er einen Vortrag über seinen politischen und beruflichen Werdegang. Die Junge Freiheit berichtet aus Hamburg. Hamburg. Der argentinische Präsident Javier Milei hat die Hayek-Medaille in Hamburg verliehen bekommen. Die Ehrung erhielt der selbsterklärte Anarchokapitalist für seine freiheitlich-marktwirtschaftliche Regierungspolitik durch die Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Und dabei jubelte ihm das Publikum lieber das, lieber das, lieber das zu. Also Freiheit, wenn ich das so richtig übersetze. Anarchokapitalist klingt so böse, ist aber im Prinzip ja, eine Spielart des Libertarismus. Wenn man es mal grob sagt, dann sind die Libertären so, dass sie entweder sagen, gar kein Staat oder Minimalstaat. Der Staat soll sich bitte raushalten aus dem Leben der Bürger. Es geht hier sehr, sehr viel um die Definition von Eigentumsrechten und um die Freiheit des Einzelnen und die Selbstverantwortung, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, wobei ich nicht daran glaube, dass es ohne Staat funktioniert. Da habe ich meinen Zweifel. Aber so tief will ich jetzt nicht reingehen, aber zumindest bin ich auch dafür, dass der Staat minimalistisch sein sollte. Und was wir hier haben, ist ein völlig aufgeblasener Wasserkopf. Ich hatte auch darüber berichtet, schon einige Videos her, wie sehr sich jetzt die Verwaltung und der Beamtenapparat wieder aufblasen. Jetzt sollen noch Migranten gezielt in Beamtenstatus erhoben werden. Das möchte ja Frau Faeser. Das heißt, ich sag's mal so ganz hart, der Staat ist eine Zecke, die sich immer mehr aufbläht, ohne Nutzen zu haben. Ohne Nutzen zu haben ist ein hartes Wort. In Teilen. Natürlich könnte der Staat einen Nutzen haben, wenn er richtig gestrickt wäre. Dann könnte man wenigstens einiges verbessern. Das philosophische Grundprinzip bleibt aber. Der Staat ist ein Monopolist und Monopolisten beschränken immer die Freiheit, die Souveränität. Du zahlst quasi einen höheren Preis und dieser Preis kann übrigens auch in Freiheit gezahlt werden. Das mal ganz kurz eingangs dazu, aber gehen wir noch mal rein, was im Artikel steht. Nach der Verleihung sprach der argentinische Präsident vor den rund 250 Gästen über sein Studium und seinen Weg in die Politik. Als ich Wirtschaft studiert habe, bin ich Libertärer geworden, erinnerte der Ökonom. Während seines zweiten Masterstudiums habe das Denken der österreichischen Schule Wurzeln geschlagen und gleichzeitig begann ich, den Staat zutiefst zu verachten. Dabei erkannte er, dass der Staat keine Lösung war, sondern das Problem. Aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Es gab keine wirkliche Lösung. Linke demonstrieren gegen Ehrung. Außerhalb der Veranstaltung demonstrieren in der Spitze 360 Linke gegen die Ehrung des argentinischen Präsidenten unter dem Motto: Kein Preis für extreme Rechte, keine Medaille für Milei. Ja, natürlich. Wie die Polizei der Jungen Freiheit mitteilte. Die Linken sind auch, also ich sag mal immer die Linken, ja, die Linken von heute, ja, ich unterscheide das immer von den Altlinken. Die Linken von heute oder was sich so als links bezeichnet, ja, die können auch wirklich nur. Nazi, 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 ja. Die können auch nicht in Sachdiskussionen gehen. Die sind einfach nicht fähig und auch nicht willens. Für die ist einfach alles rechts, ja. Alles, was nicht deren Meinung hat, ist rechts. Das ist deren Weltbild. Diese Leute sind dumm und kindisch, muss es so hart sagen. Statt sich mal mit den Inhalten zu beschäftigen. Ja, aber es sind auch gerade Leute, die da rangehen und die von Wirtschaft null Ahnung haben. Das ist übrigens ein Klassiker, ne? Bei uns oben in der Politik hat auch keine Ahnung von Wirtschaft. Deshalb reiten wir die Sozialismuswelle und deshalb haben wir jetzt nämlich auch gerade wieder den Höchststand an Insolvenzen.
Nur mal so anbei. Okay, die Veranstalter hatten 500 Teilnehmern gerechnet, unter anderem hatte die Linkspartei dazu aufgerufen. Da kommt Frau Wagenknecht her. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, ne? Von Frau Wagenknecht könnt ihr mit Sicherheit keine Wirtschaftspolitik, keine vernünftige erwarten. Nur noch mal anbei, ja? Im Anschluss fand eine Kundgebung statt. Laut Angaben der Hamburger Polizei verliefen Demonstrationen und Kundgebungen ohne Zwischenfälle. Konträr berichtet die Tagesschau, dass es zwei Demonstranten gelang, eine Polizeikette, um den Veranstaltungsort zu durchbrechen und ein Transparent auszurollen. Daraufhin wurden die Störer abgeführt. Ist mir so egal, ehrlich gesagt. Milei führt Argentinien aus der Krise. Und jetzt kommen wir mal zu den interessanten Fakten, nämlich das, was er vorzuweisen hat. Ja? Gucken wir doch mal rein. Präsident Milei ist nach 6 Monaten im Amt, anders als in großen Teilen der Medienlandschaft suggeriert wird. Durchaus erfolgreich mit seinem libertären Politikstil. Ja, ich weiß es von Karl, mit dem ich bissig und böse mache. Der kriegt da einiges mit und der hat bis jetzt auch wohl teilweise seine Versprechen schon gehalten und ja, Ministerien geschlossen etc. Die ich als überflüssig auch betrachten würde, wo man auch hier natürlich schreit, weil, naja, ihr wisst ja, was wir alles für Ministerien und für Ämter haben, für Gender und Antidiskriminierung und was weiß ich nicht alles. Herr Milei hat das ein bisschen anders gemacht als in Deutschland, ist ja auch sein gutes Recht. Und das sieht man hier natürlich nicht gerne, ne? Aber gehen wir doch mal rein. Unlängst schaffte es sein Reformprogramm, das umfassende Sparmaßnahmen für das verschuldete Land vorsieht, durch den Senat. Die monatliche Inflationsrate ist auf 4% gesunken. Zum Jahresbeginn lag dieser Wert noch bei 25%. Das ist ein Riesenerfolg. Das ist ein unfassbarer Erfolg, gesunde Inflation zu drücken. Aktuellen Umfragen zufolge unterstützen 55% der Argentinier seine Politik, berichtet das Handelsblatt. 55%. Überlegt euch, fragt euch mal, wie viele Leute in Deutschland die Ampel unterstützen. Nur mal so als Vergleichswert. Aber wir erzählen ihm dann was von Demokratie und so, ne? Ist klar, ja. Auch in den Finanzmärkten wird der neue Regierungskurs positiv bewertet. Der Index argentinischer Unternehmen, die an der Wall Street vertreten sind, stieg seit Jahresbeginn um 38%. Das sogenannte Länderrisiko, also der Zinsaufschlag, den Investoren für argentinische Anleihen verglichen mit US-Anleihen verlangen, ist seit Anfang des Jahres um etwa 500 Basispunkte gesunken. Am Sonntag reist Milei dann weiter nach Berlin, um Bundeskanzler Olaf Scholz zu treffen. Im Gegensatz zu anderen Staats- und Regierungschefs wird der Argentinier keinen Empfang mit militärischen Ehren erhalten. Auch eine gemeinsame Pressekonferenz der zwei Politiker wurde abgesagt. Am Montag beendet der argentinische Präsident seine Europareise mit einem Besuch in Tschechien. Also das ist heute, das heißt, der Artikel ist, glaube ich, vor 2 Tagen erschienen. Ich fand ihn aber interessant. Guck mal, was geht, wenn man mal ein bisschen wagt, andere Wirtschaftspolitik zu machen. Ich bin zwar bei ihm trotzdem skeptisch von gewissen Aussagen her, aber sei es drum, er ist gewählt worden, er macht's und zumindest was die Wirtschaftsdaten angeht, hat er erste Erfolge vorzuweisen. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr darüber denkt. Vielleicht seht ihr das ganz anders und sagt, beschäftige dich mal mit der Biografie, kann ja sein. Ich gehe jetzt mal nur davon aus, was er an wirtschaftlichen Fakten erstmal vorzuweisen hat. Und dass er prinzipiell sich als libertär bezeichnet, finde ich persönlich sympathisch. Und dass er eben sagt, der Staat ist das Problem, das hat eine gewisse Weisheit, die die meisten Politiker in Deutschland auf jeden Fall nicht haben. Aber vielleicht sieht das vielleicht ganz anders. Schreibt es mal in die Kommentarbereiche rein. Ich bin gespannt. Oder vielleicht könnt ihr noch weitere Dinge finden, die er gut gemacht hat. Ich finde es mal einen erfrischenden Kurs, mal was anderes. Und es zeigt auch, dass es auch mal ohne sozialistische Strukturen geht. Und wir sehen gerade in Südamerika auch, was Sozialismus anrichten kann. Von daher ein mahnendes und vielleicht auch positives Beispiel für Deutschland, wenn denn mal irgendwann hier ein Wechsel in der Regierung wäre. Ja, gut, im Augenblick stände Schwarz-Grün an. Das wäre kein Wechsel, aber na gut. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare und auf bald.